Hallihallo. Hallöchen. Das ist immer noch Harvest Moon. Und Sie haben jetzt das große Glück, mir beim Wassertrinken zuhören zu dürfen. Einen kleinen Moment bitte. Keine Sorge, meine Damen und Herren, ich werde versuchen, nicht zu rülpsen. Willkommen zurück bei Harvest Moon. Unser Haus wird ausgebaut. Wir haben eine Kuh, wir haben einen Huhn. Nicht Harvest Moon, Harvest Huhn. Es ist richtig schöner Herbstbetrieb eingekehrt. Wir haben Holz gehackt und gemacht und getan. Wir könnten eigentlich mal wieder Holz hacken gehen. Einfach mit der Voraussicht, dass wir ja im Frühjahr... würde ich gerne mal ein bisschen am Zaun arbeiten. Würde gerne die Farm zwischendurch mal wieder hübsch machen. Aber was wir vor allem noch machen müssen, das ist unter der Woche, wir gucken mal, inwieweit Nina uns jetzt gewogen ist. Denn irgendwann, früher oder später, wollen wir die ja schließlich heiraten und wollen mit ihr Kinder haben und wollen auch ganz andere Dinge mit ihr tun, die man in diesem Kinderspiel eher besser Licht sagen sollte. Oder zeigen sollte vor allem. Guck mal, sie hat nichts zu verkaufen. Nichts, weil Herbst ist. Wie überlebst du? Oh nein, besonders auf Kuchen und Beeren der Vollmondpflanze ist sie ganz wild. Ich übrigens auch. Das war die Konterseite von Nina. Die kann man im Frühling und Sommer super klar machen. Aber im Herbst und im Winter ist die richtig teuer. Ach, immer noch nur drei, scheiße. Weil die halt auf diesen teuren Quatsch steht. Ein Kuchen kostet 500 Tacken pro Stück. Und bewirkt eigentlich so gut wie gar nichts bei ihr. Oh Mann, ey. Und die Frucht der Vollmondpflanze, mal ganz im Ernst, die verkauft man lieber. Die bringt, glaube ich, 800 oder so. Wollen wir trotzdem mal einen Pilz geben? Da sagt sie, vielen Dank, das sieht köstlich aus, aber vielleicht reicht uns das ja. Ja, wir müssen irgendwie an die rankommen, ne? Wir müssen da unsere Beziehungen verbessern. Ganz dringend. Damit wir nicht einsam sterben. Niemand will einsam sterben. Nein, 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 nein. So ist das. Ach, da habe ich mal eine Frage an euch zwischendurch. Eine Frage in die Community, in der Hoffnung, dass mir geantwortet wird. Und zwar... Ja, so, das ist das, was ich weiß. Und zwar möchte ich euch fragen, na, wart ihr neulich, mir fällt das Datum nicht ein, wart ihr neulich auch auf eurer Bankfiliale und habt euch eine Münze mit Sonderprägung geholt? Hm? Habt ihr das gemacht? Ja? Habt ihr euch aufgeilen lassen von den Medien, von den öffentlich-rechtlichen, von den privaten Nachrichtensendern, seid ihr losgestürmt und habt euch eure eigene Münze geholt, weil ihr nur eine haben dürft am Tag und überhaupt nur sowieso? Nein? Gott sei Dank, ich nehme mich auch nicht. Ich bin so gefressen, das ist wieder so, ich habe heute mal geguckt, das heißt gar nicht wahr, ein Arbeitskollege hat mir heute sein Smartphone unter die Nase gehalten, und hat mir eine Anzeige gezeigt auf eBay. Für diese blöde Münze, für diese blöde Münze mit einem blauen Plastikring in der Mitte, die steht bei eBay, hat er mir eins gezeigt, da steht die drin für 288 Euro. Nun weiß ich hab's nicht genau gesehen, ob es Sofortkauf war oder so, oder überhaupt, oder auch einfach nur ein Bild, keine Ahnung. Er hat es mir auf jeden Fall gezeigt. Ich nehme einfach mal an, es war richtig und echt und überhaupt und sowieso. 288 Euro für so eine blöde Sonderkackprägung. Und sind wir mal ganz ehrlich. Da hat die öffentliche Meinungsmache sicherlich ihre Finger mit im Spiel gehabt. Ich bin ja, wie schon so das eine oder andere Mal erwähnt, der Tagesschau bzw. Tagesschau 24 nicht unbedingt abgeneigt, wenn auch nicht immer damit einverstanden, was da so läuft. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste, dass die Tagesschau, das mitunter seriöseste Nachrichtenportal, das wir hierzulande haben, sage ich jetzt einfach mal, dass die da gestanden haben und haben quasi, ich nenne es jetzt einfach mal so, Werbung gemacht für diese Sondermünze. Die haben im Voraus gesagt, ab morgen kann man die holen bei der Bank, es gibt nur eine begrenzte Auflage, bla bla bla, und haben das immer wieder tonusmäßig wiederholt, begrenzte Auflage, ab morgen kann man die holen. Und die haben sogar am nächsten Tag Leute in der Bank interviewt, die da anstanden, um sich so eine Münze zu holen. So zum Beispiel, ich habe diesen älteren Herrn, den sie da interviewt haben, den habe ich noch bildlich vor mir stehen, vor meinem bildlichen Auge, gedanklichen Auge, wie er da steht und sagt, ja, heute für eine Münze, oh, wenn noch alles klappt, dann komme ich morgen nochmal her, hol mir nochmal eine. Und ich, boah. Und das ist auch wieder, das ist
Nicht, das war in dem Sinne nicht Meinungsmache, sondern Stimmungsmache, nenne ich es jetzt einfach mal so. Anders kann ich das einfach nicht nennen. Das ist, da bringt jemand eine Münze raus und weiß ich nicht, ob die Schiss hatten, dass die auf den Dingern sitzen bleiben oder so. Oder wer hat denn da wem die Hand gegeben? Warum ist diese Münzgeschichte auf einmal Content für die Öffentlich-Rechtlichen gewesen? Dass die der Meinung sind, oh, da müssen wir mal einen Beitrag machen in der Tagesschau. Es will mir einfach nicht in den Schädel. Ich verstehe das einfach nicht. Das, also, es gibt so viele Dinge, die einfach, es brennt. Sorry. Es gibt so viele Dinge, die einfach tendenziell in die Tagesschau kommen könnten und einfach nicht reinkommen. Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, aber man merkt es ja immer wieder so. Also sag ich jetzt mal, wenn man so im Internet unterwegs ist und liest halt hier und da mal Newsseiten, bla und blub und überhaupt, von irgendwelchen Einbrüchen oder von irgendwelchen Demos oder von bla und blub und überhaupt oder irgendwelchen Zuständen in irgendwelchen Firmen und man guckt abends die Tagesschau und denkt sich, das haben sie jetzt gar nicht gefeatured, das Thema. Das hätten sie eigentlich immer mit auf die Agenda nehmen können. Das ist doch gar nicht so uninteressant. Und dann denkt man noch so, naja, wahrscheinlich war es nicht groß genug. Deswegen haben sie es nicht mit auf der Agenda gehabt. Und dann schaltet man die Tagesschau an und sieht diesen Scheiß. Werbesendung für eine Münze. Die neue Sammelmünze mit blauem Rand. Genau, und in dem Moment sah ich Rambo. Auch, das ist immer wieder bei Rambo. Oder war es Rocky? Nee, Rambo. In dem Moment sah ich wieder Rambo bei mir, wie er sitzt. Und sein, afghanischer Kumpel sitzt neben ihm und fragt, und was ist das? Und Rambo sagt, blaues Licht. Und der Typ fragt, und was macht es? Und Rambo sagt, es leuchtet blau. Wenn ihr, geht einfach mal auf das Videoportal eurer, Wahl und gebt ein, es leuchtet blau. Da habt ihr den, kriegt ihr diesen Ausschnitt. Und, ja, das ist halt original. Das ist halt genau das Thema. Was macht es? Es leuchtet blau. Jetzt habe ich hier eine Münze, die hat einen blauen Rand. Was macht das? Es leuchtet blau. Und ist auf eBay 288 Euro wert, weil irgendjemand der Meinung ist, nur weil eine gewisse Sache nur so und so oft verfügbar ist, hat das rechtfertigt das einfach die Tatsache, dass das Ding teurer wird. Ah, diese Welt ist so verwirrt. Diese Welt macht mich manchmal so... so fuchsig. Ah. Was eigentlich? Warum müssen manche Dinge so sein, wie sie sind? Ich habe nichts gegen ein Hobby, aber nicht mit staatlicher Unterstützung, sag ich mal. Ne? Wenn jetzt der Münzsammler da sitzt und kriegt auf eBay voll die geilen Verkaufszahlen, weil halt jeder, das Problem ist halt, das Ding hat halt jeder gesehen. Wenn du auf eBay gehst und siehst da so eine Münze so als Nichtskenner, du, also genau, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Besten Dank, das sieht nicht aus. Rede mit mir! Gut, danke fürs Gespräch, tschüss. Man geht auf, nur mal angenommen, man geht auf, bleiben wir bei eBay und gibt ein Sammlermünze. Da wird es den meisten von uns so gehen, dass wir da so rumfräulchen und sehen wir Münzen und Münzen und Münzen und die meisten Münzen werden wir nicht erkennen. Die werden wir, die sehen wir und denken so, ja okay, was ist jetzt an der so besonders? Und dann kommt der Clou, dann kommt zwischendurch diese Kackmünze mit dem blauen Rand. Die übrigens, mit der man zwar bezahlen kann, aber nur in Deutschland, dann kommt diese Kackmünze mit dem blauen Rand und man denkt sich, die kenne ich, die habe ich im Fernsehen gesehen. Ja, die muss wirklich was wert sein, wenn die im Fernsehen war. Also die kennt man so in dem Moment, weil sie im Fernsehen war, weil die Öffentlich-Rechtlichen dafür Werbung gemacht haben. Was anderes war es nicht. Es war Werbung. Ah, das ist, ich sag ja, ich stolper ab und an über Kleinigkeiten. Die ersten haben schon frustriert abgeschaltet, weil sie sich denken, mach doch mal einen halben, komm auf ein Leben klar, aber... Das sind so diese Feinheiten, die mich dann am System so ein bisschen nerven. Das muss doch nicht sein. Ganz im Ernst. Da schlacker ich mit den Ohren. Was ist, erzähl mir was. Ja, das hatten wir schon. Ach Mist, jetzt habe ich gerade überlegt, ich gehe nochmal und hol mir Kräuter für die Box, aber das hat sich gerade zerschlagen. Weil die Tageszeit umgesprungen ist. Ja, also wenn einer von euch da draußen ist, der sich so eine Münze gekauft hat, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, dann teil mir doch mal bitte mit, was hat dich zum Kauf bewogen? Hast du von irgendwelchen Insiderkreisen gehört, dass es diese Münze gibt und wolltest sie von Anfang an haben? Oder hast du die Tagesschau gesehen und dachtest dir, hey, cool, da ist was Neues auf dem Markt, das ist bestimmt voll der hippe Shit, das muss ich haben. Das würde mich echt mal interessieren. Aber
Also nichts gegen den seriösen Münzsammler, der von vornherein wusste, da kommt was, aber diejenigen, die das im Fernsehen gesehen haben und sind daraufhin in die Bank gelatscht und haben sich so ein Ding geholt, Schande über euch, ihr seid Grund, warum diese Methode funktioniert. Ihr seid quasi da jemandem auf den Leim gegangen. Wenn es nach mir geht, ist nur meine persönliche Meinung. Auch dazu dürft ihr mir gerne 2, 3 Worte dalassen, wenn ihr das möchtet, ob ihr das genauso seht oder ob ich da gerade, wie so manches Mal, den größtmöglichen Bockmist verzapfe. Ist ja alles nur Meinungssache, beziehungsweise meine Meinung. So, er ist wieder K.O. Das heißt, es geht zurück nach Hause in die schöne Bett für die Schlafizeit, die. Und dann geht die voll ab. Eigentlich könnten wir auch mal einen Tag lang auf dem Gelände rumlaufen bei uns und ein paar Steine zerkloppen. Das nehmen wir uns morgen vor. Statt Holz hacken, wir gucken gerade mal, wie viel Holz wir jetzt schon wieder haben, obwohl wir das Haus ausgebaut haben. 180, immerhin, da kann man ein bisschen Zaun mitbauen. Ich kann euch ja mal zeigen, hier ein so ein Ding, das sind 2 Holz, die dann wegfallen. Also da kann man jetzt schon ordentlich was mit machen. Plonk. Es gibt übrigens, ich habe einen Cheat gelesen, einen Cheat. Es gibt die Möglichkeit, beziehungsweise es ist so, wenn man Tiere draußen lässt, Hühner oder auch Kühe, also laut Spieleratgeber, ich habe mir mal einen Spieleratgeber reingegeben, wird es überhaupt nicht empfohlen, Tiere überhaupt jemals rauszulassen. Das ist zwar nicht ganz ökologisch-biologisch, aber in Harvest Moon ist es halt so, weil es eigentlich nur mit Nachteilen verbunden ist. Kühe können schlecht gelaunt sein, wenn wilde Hunde durch die Gegend laufen. Vorbeilaufen so. Ist Haus schon fertig? Nein. So, du setzt dich hier hin und hältst Maul auf den Fall. Kühe können schlecht gelaunt werden und Hühner können gerissen werden. Dann findet man am nächsten Tag nur noch so die Hühnerfedern da so rumliegen. Und ja, das kann man mit einem ganz einfachen Trick verhindern. Ja, Foxy, braves Mädchen, gut sieht so einer aus. Indem man sämtliche Zäune, die es gibt, am Anfang hat man ja so einen Standardzaun, der schon da steht, während man das Spiel beginnt, indem man sämtliche Zäune, die es auf der Farm gibt, ins Wasser schmeißt. Oder halt anderweitig zerstört, sodass auf der ganzen Farm nicht ein Element Zaun mehr da ist. So, jetzt gucke ich gerade nochmal, heute ist Freitag. Ja, dann ist heute kein Händler da, denn ich will zum Händler. Und will dir mal ein Ei verkaufen. Da gibt es nämlich mehr Geld für. So. Danke, Hühnchen. Komm, ich schmeiß dich mal in die Gegend, weil du ein Hühnchen bist. Komm her. Blablabla. So. In dem Moment, weil die Spielmechanik ist nämlich die folgende. Wenn ein bestimmter Prozentteil des Zaunes, der gesetzt wurde, diesen Zustand hat, den hier, also kaputt ist, dann kommen wildernde Hunde und in Anführungszeichen greifen die Farm an. So nenne ich es jetzt mal. Wenn man also den kompletten Zaun rein rechnerisch tilgt, also verschwinden lässt, sodass die Gesamtzahl Zaun 0% ist, / 100%, dann kann von 0% / 100%, je nach Betrachtungsweise, ja, kein Stück defekt sein, also kommen niemals Hunde. So beschreibt es zumindest dieser Spielführer-Tipp, dass man, wenn man unbedingt Tiere raussetzen möchte, dann dazu übergehen sollte, Zäune komplett zu streichen oder zu entfernen, denn dadurch gewinnt man eben diesen Vorteil. Ist ein bisschen Cheating, also wobei eigentlich ja nicht, es ist eine Spielmechanik, die man quasi für sich ausnutzt. Ich weiß nicht, ist das dann schon Glitching? Wie heißt das? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Naja, ich wollte es mal erwähnen, dass das geht. Also falls ihr da irgendwie Interesse habt, falls ihr selber gerade spielt, aus welchen Gründen auch immer, und da jetzt denkt, dass ihr damit was reißen könnt, bitte. Habt ihr jetzt den Mörder-Tipp, wie ihr das ganze Jahr über Viecher draußen lassen könnt, sein könnt. Außer es regnet, das finden die nämlich auch nicht so schön. Das ist halt der Punkt. Man muss wirklich dann anfangen, einen Wetterbericht zu gucken, weil wenn die Viecher bei Regen draußen sind, sind die auch alle gepisst und unzufrieden. Und ja, so ist das halt, ne? So, das wollten wir ablegen. Nächste Folge müssen wir hier mit dem Hammer mal ein bisschen hämmern. Oder hämmern wir so lange, bis wir müde sind. Ich sag jetzt erstmal Tschüss, denn in dieser Folge sind wir eigentlich schon wieder so gut wie fertig. Wir gehen nochmal hoch zu den Steinen, das kriegen wir, glaube ich, zeitlich noch hin. Damit ihr seht, was wir an der Freitagsfolge, oh nein, ich vermute, das ist die Freitagsfolge, ja, alles machen werden, denn wir werden ganz viele Steine zerklopfen, damit wir mehr Platz auf der Farm haben. Genau, so wird das nämlich sein. Aha. Kommen wir noch hin? Na klar kommen wir noch hin. Zeitlich hier, das machen wir alles weg. Das haben wir erst hingelegt, dann machen wir es alles weg. So wird das nämlich sein. In diesem Sinne, macht das gut, haut rein. Und tschüss. Schon mal in Position gehen hier.